Wiener Börse, Österreichs einziges Business TV. Mit allen aktuellen Wirtschaftsstories, mit allen Börsenkursen. Live. Business TV, nur auf OE24 TV. Die Business Top Story. OE24 Plus Business. Willkommen hier bei uns auf OE24 zu OE24 Plus Business. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das ist Ihr Wirtschaftsmagazin am Weg hinein Richtung Wochenende. Und da wird am Samstag, dem 9.9., also morgen, eine große Jobmesse hier bei uns in Österreich stattfinden. Und dazu begrüße ich jetzt Stefan Süß, den Geschäftsführer von Balag Media Print, der Messeagentur. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, schönen guten Morgen. Wozu braucht es denn aktuell noch solche Jobmessen? Naja, ich glaube, heutzutage sind sie wichtiger denn je, denn ich habe auf einer solchen Jobmesse die große Möglichkeit, zusammenzubringen, was zusammengehört, nämlich arbeitgebende Unternehmen und Arbeitnehmer, Berufseinsteiger wie Professionals, Fachkräfte wie Wiedereinsteiger bis hin zur Zielgruppe 50-60+, hat dort jeder die Chance, sich zu orientieren und sich ein Bild davon zu machen, was der Arbeitsmarkt ihm persönlich zu bieten hat. Und die Unternehmen auf der anderen Seite haben eben die große Chance, ihre Vakanzen mit passenden Kandidaten zu besetzen und die richtigen Kandidaten dort auf der Messe kennenzulernen. Die Digitalisierung hat nun auch Einzug hier bei uns in Österreich gehalten. Inwiefern spielt auch künstliche Intelligenz bei der Jobmesse eine Rolle? Naja, ist ja ein Thema, was generell zunehmend an Bedeutung gewinnt. Auf einer Jobmesse spielt es jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, das ist eher so das Thema, dass die Anforderungen des Arbeitsmarktes sich verändern. Das ist aber nichts Neues. Das hieß früher, hieß es mal Industrialisierung, heute heißt es Digitalisierung und ein Produkt daraus ist eben die KI. Und ich glaube, ein Großteil der Unternehmen beschäftigt sich ja schon mit diesem Thema und bietet auch in diesem Umfeld entsprechende Jobs an mittlerweile. Und das bietet ja gerade auch jungen Menschen, die sich vielleicht eher in digitalen Jobs wiederfinden möchten, große Chancen, sich da zu orientieren. Und die Angebote sind auf jeden Fall auch auf der Messe da. Es ist jetzt aber nicht so, dass über KI also der Bewerbungsprozess dort auf der Jobmesse abläuft. Das soll bitteschön sehr persönlich und im Gespräch zwischen Unternehmen und Bewerber passieren. In den USA streiken ja gerade die Drehbuchautorinnen und Autoren, genauso wie die Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie befürchten, die künstliche Intelligenz könnte ihnen tatsächlich ihr Jobsegment klauen und sie dürften auch dann schlechter bezahlt werden. Wegen künstlicher Intelligenz müssten wir hier bei uns in Österreich auch fürchten, dass die KI uns Jobsegmente wegnimmt. Naja, sie wird wahrscheinlich zumindest einzelne Branchen verändern. Und das muss ja aber gar nicht alles immer nur negativ zu sehen sein, wenn ich mir anschaue, dass gerade viele junge Menschen sehr viel Wert mittlerweile auch auf ein sehr ausgewogenes, um es mal so auszudrücken, Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Freizeit legen und stark auch in Teilzeitberufe oder Teilzeitbeschäftigungen streben. Wir auf der anderen Seite aber einen extremen Bedarf haben an qualifizierten Mitarbeitern mit hohen Anforderungen und einen großen Berg an Arbeit zu erledigen haben, dann stelle ich mir manchmal die Frage, wer soll das denn eigentlich machen? Und wenn dann in verschiedenen Bereichen die KI uns helfen kann, bestimmte Tätigkeiten zu erledigen, dann sehe ich das erstmal als Chance und aus diesem Bereich können sich dann wieder neue Jobs entwickeln. Ein breites Themenspektrum haben Sie gerade angesprochen, Teilzeit, Vollzeit. Arbeitsminister und Wirtschaftsminister Martin Kocher wünscht sich ja, dass mehr Österreicherinnen und Österreicher in Vollzeit arbeiten, nicht in Teilzeit, aber gerade bei der Jugend ist es eher en vogue, in Teilzeit zu arbeiten und auch das Leben zu genießen. Wie sehen Sie hier den Trend? Ja, so wie Sie es sagen. Also wir sind ja nun auch Arbeitgeber und führen viele Gespräche mit jungen Menschen. Und man stellt da durchaus fest, dass sich da die Prioritäten ein Stück weit in Richtung Freizeit verschieben. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Da stellt man sich dann schon die Frage, wer soll denn eigentlich dann die Arbeit erledigen, wenn es auf der einen Seite immer weniger Menschen gibt, auf der anderen Seite diese wenigen Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, auch noch weniger Arbeitszeit in der Woche investieren möchten. Dann
stimmt da irgendwas im System nicht. Und dann könnte es ja sein, dass so ein Thema wie künstliche Intelligenz uns da weiterhilft, aus dieser Misere rauszukommen. Aber grundsätzlich würde auch ich mich freuen, wenn möglichst viele Menschen in Vollzeitjobs sich wiederfinden und dort glücklich werden. Wenn aber das beispielsweise aus persönlichen oder familiären Gründen nicht geht, dann finde ich auch eine Teilzeitbeschäftigung, beispielsweise nach einer Babypause oder nach einer krankheitsbedingten Auszeit, ein tolles Mittel, um wieder Fuß zu fassen und dem Arbeitsmarkt dann zumindest die Zeit zur Verfügung zu stellen, die man persönlich erübrigen kann oder möchte. Wie gefährlich sehen Sie eigentlich diesen Trend zur Teilzeit hin für die Pension? Denn alles, was man ja macht in seinem Berufsleben, spiegelt sich dann ja auch in der Pension wieder, die einmal dann der Staat auszahlt, wenn man dann über Jahre oder auch Jahrzehnte in Teilzeit beschäftigt ist. Bedeutet natürlich auch, dass man eine geringere Pension bekommt. Ist das den jüngeren Arbeitnehmern gar nicht klar? Da gehe ich von aus, ja. Also ist, denke ich, ein Thema, was sehr transparent kommuniziert werden muss. In dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, sagen wir mal nicht 40 Stunden, sondern nur 30 Stunden in der Woche zu arbeiten, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich 100% meines Gehaltes erhalte für eine Vollzeitstelle und demzufolge landet am Ende des Tages weniger in der Rentenkasse. Und wenn weniger reinfließt, dann kann auch weniger rauskommen. Und das ist ja nur eine ganz normale Rechnung. Und da muss sich, glaube ich, jeder im Klaren darüber sein, was er für ein Lebensmodell wählt, welche Ziele er persönlich hat und was er persönlich erreichen möchte. Sagen wir mal, es kann ja nicht jeder Häuptling sein. Wir brauchen ja die Indianer auch, haben wir eben auch schon festgestellt. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Und wenn ich damit einverstanden bin, mein Leben, sagen wir mal, auf einem Niveau zu gestalten, was halt nicht unbedingt Eigenheim heißt, mit Garten, vielleicht einem Pool und zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren, dann kann ich ja sehr glücklich sein mit dem Teilzeitjob, den ich bestreite. Und jeder muss da, glaube ich, für sich den richtigen Weg finden. Es sollte nur klar sein, dass wenn ich nicht 100% einzahle, können auch nicht 100% oder noch mehr vielleicht sogar rauskommen. Abschließend, welche Jobs sind denn eigentlich derzeit gefragt? Also wo kann man als junger Mensch davon ausgehen, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, wo kann ich Fuß fassen, wo kann man auch bleiben, wo werde ich nicht nach 2 Jahren wieder rausgeschmissen und dann wird es ein bisschen schwierig? Ich glaube, dass es da in ganz vielen Bereichen aktuell Jobs gibt, die extremst gefragt sind. Wenn ich mir nur alleine die Gastronomie oder die Hotellerie anschaue, allgemein den Dienstleistungssektor. Ich habe letzte Woche mit meinem Friseur gesprochen, der startet jetzt in eine 4-Tage-Woche und bei vollem Lohnausgleich wohlgemerkt. Und das sind so Entwicklungen, da fehlt es teilweise ja auch eben in der Gastronomie an Personal oder ist nur sehr schwer zu bekommen für diverse Jobs. Und da habe ich, glaube ich, als Mensch, der jetzt in den Beruf startet oder als Mensch, der schon im Beruf steht und sich umorientieren möchte. Und dafür beispielsweise veranstalten wir dann ja auch die Jobmesse Wien jetzt am Wochenende. Ideale Voraussetzungen und Möglichkeiten, mich zu informieren und den Job zu finden, den ich gerne machen möchte. Und wenn ich den gut mache, warum sollte ich dann innerhalb von den nächsten 2 Jahren wieder mir was Neues suchen müssen? Weil Sie gerade die 4-Tage-Woche angesprochen haben, noch abschließend ein breites Thema, was derzeit von Seiten der Sozialdemokratie immer wieder in den Raum gestellt wird. SPÖ-Chef Andreas Babler kolportiert die 32-Stunden-Woche. Er ist es über den Sommer nicht müde geworden, auf seiner Comeback-Tour zu betonen. Wird auch nächstes Jahr im Wahlkampf, Nationalratswahl hier bei uns in Österreich, ein großes Thema werden. Ist das umsetzbar, die 32-Stunden-Woche hier bei uns in Österreich, für alle, also auch für die Ärztinnen und Ärzte, für die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, genauso für die Büromitarbeitenden? Geht das durch? Naja, sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Wer soll denn dann eigentlich die Arbeit machen, wenn auf der anderen Seite gleichzeitig immer weniger Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und diese dann eben auch noch weniger als Vollzeit arbeiten? Da muss man sich ja nicht wundern, wenn die Industrie bzw. die technologisierte Industrie sich Lösungen einfallen lässt, die dann in KI beispielsweise münden und andere Jobs
oder Jobs sozusagen erledigen, die dann von echten Menschen nicht mehr erledigt werden wollen oder können. Und für mich persönlich, ja, stelle ich mir die Frage bei einer 32-Stunden-Woche und idealerweise dann wahrscheinlich auch noch vollem Lohnausgleich oder noch mehr, wie soll das eigentlich funktionieren? Wer soll das bezahlen? Bleibt und am Ende die Frage. Ja, ja, das sind ja dann die Unternehmen wahrscheinlich. Und ja, bin ich sehr gespannt auf die Lösungsansätze. Lösungsansätze können auch gesucht werden bei der Jobmesse und hoffentlich auch gefunden werden. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz die Daten durchgeben. Die Jobmesse Austria, und zwar in der Marx-Halle, findet die statt in Wien am Samstag. Also morgen geht es los, am 9. September 10 bis 16 und dann am Sonntag auch noch mal von 11 bis 17 Uhr. Dankeschön, Herr Süß, für den Besuch hier bei uns im Studio. Und wenn man dann einen tollen Job hat und richtig viel Geld verdient, dann kann man sich auch eine Yacht leisten, so wie viele Yachten derzeit an der Côte d'Azur zu sehen.